Willkommen zurück. Heute mal mit Sony dabei. Hallo. Und, unsere Zauberspruchfabrik ist immer noch nicht fertig, eine Leute. Stunde. Ja, 1 Stunde 18 Minuten. Ne, ich hätte gedacht, die wäre locker fertig. Naja, sammeln wir mal das Zeug ein. Oh mein Gott, schon wieder so viel Gold. Naja, wir brauchen das dann für die Zauberspruchfabrik und für weiß ich was noch. Nee, ja, Zauberspruchfabrik, Zaun, Ratshaus, beziehungsweise Mauern, nicht Zaun. auf jeden Fall, was haben wir hier noch? Entwicklung, ich will, was haben wir da noch im Shop? Ich will ein bisschen sparsam sein mit den Ressourcen, um ganz ehrlich zu sein. So, was haben wir hier noch? Wir haben gar nicht mehr so viel. Auf jeden Fall, die Zauberspruchfabrik, die benötigt, so viel ich weiß, eben ziemlich viel Gold. Und darum will ich jetzt das Gold noch nicht wasten. Ja, wir haben sowieso keinen Bauarbeiter frei im Moment. By the way, ich habe da mal noch alles ein bisschen frei gemacht. Also, diese Stämme und Bäume, die sind alle wieder gespawnt. Also, ich habe da mal, hier oben sieht man das noch gut, dass ich da mal alles weggenommen habe. Werde ich dann wahrscheinlich auch noch machen, da wir unbedingt eigentlich noch ein... eine dritte Bauhütte brauchen, also es wäre wirklich nice. Ich habe die jetzt da oben mal deponiert, habe ich wahrscheinlich auch noch nicht gesagt, obwohl ich das schon ewig gemacht habe. Eben halt wegen der Zeit, wenn mich jemand angreift. Ja, genau. Ich weiß wirklich nicht mehr, wann ich das letzte Mal aufgenommen habe, darum auch mal zur Pokale. Ich bin jetzt in Silber 2 Liga. Und ja, wo sind wir? Ja, 64. Platz, eben, wir schlagen uns, finde ich eigentlich noch ziemlich gut, eben, ich greife jetzt nicht mehr so an. Der Grund hierfür ist eigentlich mehr oder weniger, da ich mehr Truppen brauche und bessere Truppen vor allem. Plus eben Zauberspruchfabrik, die meisten auf meinem Level haben das, also oder beziehungsweise mit den Pokalen. Wir haben am Anfang halt wirklich voll gefarmt und eben, da sieht man, der hat uns sogar mit einem... Baba-König angegriffen, der hat jetzt ja 200 Pokale mehr, also eben, wir müssten vor allem wieder mal ein bisschen intern voranschreiten, also von dem her denke ich mal, ja, läuft es eigentlich bei uns und eben darum greife ich auch nicht mehr so an. Ja, ich denke, das wäre es mal für diesen Teil und wir sehen uns dann wieder, wenn unsere Zauberspruchfabrik aufgebaut ist. Tschüss. Tschüss.